après-midi, Monsieur, Dame, c'est un massacre de la chorale profane. Meine Damen und Herren, mein Hobby ist Altfranzösisch. Der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch und ich habe es geschafft, vom Schuhfanak Cornelsen Laus Dictionnaire de Français, einsprachiges Wörterbuch. Ich hatte Probleme mit einem Abschnitt. Ich habe es geschafft, einigermaßen einen Sinn aus dem ersten Satz dieses Abschnittes zu entnehmen. Das ist in La France de la Révolution et de l'Empire Quadrich Manuel eben Abschnitt L'Ancien Régime, le Gouvernement. Ich lese es mal vor. L'autre division, la généralité ou intendance, est plus récente. Il y a 36 généralités dirigées par des intendants nommés par le roi en briquet, à la différence des juges ou des agents des finances qui achetaient leurs charges. So, jetzt kommt der Teil mit dem einsprachigen Wörterbuch und anders konnte ich mir da keinen Reim drauf machen. Es ist relativ kompliziert, finde ich. Ich habe es mir auch rausgeschrieben. La Division, ich gucke jetzt einmal im einsprachigen Wörterbuch nach. Division. Division. La Division ist ein Hauptwort, ein Nomen und Aktion. Erste Bedeutung: Aktion de diviser, de se diviser. On procède à la division de la recette entre les participants. Synonym, also die gleiche Bedeutung wie Partage. In Division équitable des tâches, die gleiche Bedeutung wie Repartition. Des cellules qui se reproduisent par division, die gleiche Bedeutung wie Segmentation, des cellules, die Teile, qui se reproduisent par division, die Teile, die durch Teilung, ja, ist halt Französisch und nicht Deutsch. Cette attitude provoqua des divisions dans l'équipe, die gleiche Bedeutung wie Désaccord, Discord, Dissension, Opposition, Scission. Zweitens, une des quatre opérations arithmétiques, also teilen auf plus mal geteilt minus, marque sur une échelle sur, ou sur un cadran graduit. Das ist schon auch interessant. Marque sur une échelle ou sur un cadran gradué. Le baromètre a baissé de trois divisions. Ist gleichbedeutend mit Graduation. Ein Thermometer in Grad Celsius hat zum Beispiel eine Division, eine Einteilung in einzelne Grad. Es gibt einen Schmelzpunkt von Eis und es gibt einen Siedepunkt von Eis. Beides bei Standard-Normaldruck. Und dann kann man die Division, die Einteilung in die Grade vornehmen.
Vierte Bedeutung ist Groupement de plusieurs services dans une administration. Und das ist das, was hier zum Tragen kommt. L'autre division, das ist diese Einteilung. Groupement de plusieurs services dans une administration. Es ist eine Häufung, eine Gruppierung von verschiedenen administrativen ja, Dienstleistungen, Service kann man nicht anders übersetzen. Dienstleistungen oder Ämtern, vielleicht im besten Fall. Und dann geht es weiter, l'autre division, dann wird sie genannt, la généralité ou intendance. Und la généralité kann ich auch gerade nachgucken. DEFG, wer nachschlagen kann, ist klar ein Vorteil. Generalité. La Generalité ist wieder ein Hauptwort. Charakter de ce qui est général. Boah. Noch ein Schluck Wein. Charakter de ce qui est général. Classé les termes d'une série par degré de généralité. La généralité de le plus grand nombre de. Dans la généralité des cas que nous avons étudiés, la généralité des observateurs sont d'accord sur ce point. Das ist das, was hier zum Tragen kommt, diese beiden Bedeutungen. Es ist die andere administrative Einteilung, die Generalität. Die größtmögliche Verwaltungseinheit, wenn man bei Intendance nachguckt, kommt man auch relativ schnell drauf. Also die andere administrative Einteilung, die größtmögliche Verwaltungseinheit, die Generalität oder Intendance, est plus récente. Récente heißt, qui existe depuis peu de temps, die neue Einteilung. Die neueste Einteilung, l'autre division, la généralité ou intendance est plus récente. Die andere administrative Einteilung, die größtmögliche Verwaltungseinheit, ist am neuesten. Il y a 36 généralités. Es gibt 36 Generalitäten, die dirigées par des intendants nommés par le roi. Die von einem Verwalter geleitet werden, der durch den König ernannt wird. Und jetzt in Klammern, à la différence des juges ou des agents des finances qui achètent leur charge. Im Gegensatz zu Richtern oder den Finanzbeamten, die sich einkaufen. Die zahlen Geld an den Hof dafür, dass sie Richter oder Steuereintreiber sein dürfen. Also, das ist das, was Neues. Es gibt diese Generalitäten. Es gibt einen Intendanten, einen Verwaltungschef, der durch den König ernannt wird, der das nicht einkauft und sagt: Hier ist dein Geld, ich bin jetzt hier der Richter und derjenige, der die Steuern eintreibt. Und das ist das, was in dem ersten Satz steht. So, um den zweiten Satz kümmere ich mich morgen. Tschüss. Tschüss.